Ganz wichtig hierbei, das ist keine Schummeloption. Das heißt, egal wie man die einstellt, man fährt entsprechend der Wattzahl den Berg hoch und ist auch immer gleich schnell. Heute ein sehr wichtiger Tipp für Zwift und den Kicker Climb, beziehungsweise auch den Kicker. Es gibt eine Funktion bei Zwift, beziehungsweise eine Einstellung, die nicht ganz offensichtlich ist. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen, damit man auch den Climb voll ausnutzen kann. Weil ansonsten fährt man vielleicht nur 7% statt 15% und weiß es gar nicht. Es gibt eine Einstellung bei Zwift, wenn man hier ins Menü geht. Die sieht man übrigens nur, wenn man fährt. Das heißt, die sieht man nicht auf dem Startbildschirm. Hier unten unter Einstellungen. Und zwar ist das der Trainer-Schwierigkeitsgrad. Und zwar standardmäßig war der bei mir ungefähr auf der Hälfte eingestellt. Ja, was bewirkt der Regler jetzt? Hier ungefähr sind 15% beim Kicker Climb. Wenn ich das aber nicht auf maximal stelle, diesen Wert, sondern irgendwo anders hinstelle, dann sind die 15%, die ich fahre bei Zwift, irgendwo in diesem Bereich. Gleichzeitig wird natürlich auch der Kicker anders gesteuert. Das heißt, der Kicker fährt nicht wirklich echte 15%, sondern vielleicht nur 7%, 8% oder 9%. Entsprechend kann ich leichtere Gänge fahren, als wenn die Option auf maximal eingestellt ist. Also wenn ihr wirklich den Kicker Climb maximal benutzen wollt, müsst ihr euch das hier auf Max stellen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gibt es die Option überhaupt? Das ist ganz einfach. Wenn man jetzt so wie ich hier zum Beispiel ein 53-39er Übersetzung fährt und hinten ein 28er Ritzel hat, dann kann das für 15% schon ganz schön wehtun, das Ganze zu fahren. Wenn sich die 15 aber nur wie 10 anfühlen, kann ich entsprechend einen leichteren Gang und ein bisschen mehr Trittfrequenz fahren. Das heißt, die Option an sich ist eigentlich nicht blöd, so wie sie mal gedacht war. 15% bei Einstellung Max. 13% in der Einstellung Max. Nach der Umstellung auf Mittel während der Fahrt wird es schon spürbar leichter beim Treten. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal nicht mehr könnt oder eine höhere Frequenz treten wollt am Berg, einfach schnell umstellen. Das sind jetzt 14-15%, wenn man die Einstellung ungefähr auf den Mittelpunkt gelegt hat. Ganz wichtig hierbei, das ist keine Schummeloption. Das heißt, egal wie man die einstellt, man fährt entsprechend der Wattzahl den Berg hoch und ist auch immer gleich schnell. Da gibt es sogar einen Test hier von Shane Miller aus Australien. Könnt ihr mal gucken, der hat das mal getestet, der war plus minus eine Sekunde gleich schnell, ob er das nun auf maximal oder nicht auf maximal gestellt hat. Die Option hatte seinen Sinn, als es den Climb noch nicht gab, weil man einfach sagen konnte, okay, ich habe keine Bergübersetzung, fahre trotzdem Berge, stell mir das ein bisschen leichter mit dem Widerstand. Und dann fühlt es sich ja trotzdem schwer an, weil man ja entsprechend schalten muss und über die Übersetzung das Ganze gesteuert wird. Jetzt, wo es den Climb gibt, hat diese Option natürlich nochmal eine ganz andere Auswirkung. Der Climb wird gesteuert über den Kicker, das heißt, der Kicker gibt die Steigungsprozente an den Climb weiter. Wenn Zwift dem Kicker falsche Steigungsprozente gibt, nämlich nicht die maximalen, entsprechend geht der Kicker nicht so weit hoch. Wer das weiß, stellt das einfach auf maximal und dann hat er immer die maximale Höhe und auch das maximale Gefälle beim Climb. Ich fand es jetzt ganz wichtig, diese Option nochmal zu erklären in diesem Video. Ich hoffe, das hilft weiter. Weiterhin gute Fahrt. Ausführliches Video zum Climb habe ich schon gemacht, auch zum Kicker 2018. Und gerade eben habe ich auch ein Video für den Headwind gemacht. Mal gucken, welches der beiden Videos jetzt zuerst online geht. Guckt euch das an, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gibt es die Funktion überhaupt? Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gibt es die Option überhaupt? Ich denke, das hat einen...